hatten diese zwei Jungs hier schon mal in einem Video, und zwar bei einem Integrationstest. Erstmal, Jungs, wie geht's euch? Alles gut? Gut, alles gut. Alles klar, bra. Okay, komm, Jungs, wir haben heute einen Idiotentest dabei. Ich stelle euch einfach ein paar Fragen. Ihr müsst sie beantworten. Als allererstes, wie alt bist du? 18. Und du? 18. Okay. Wo redet der da eigentlich rein, wenn du Digga? Vor sechs... Okay. Okay, wie Chicks 18, ne? Okay. Wenn... Du bist 18. Wenn du vor 6 Jahren geboren wärst, wie alt wärst du das dann heute? Das komplett. 11. 11. Und du? Ja? Von 6 Jahren? Ja. Ja, 11. 18 minus 6, 11, 15, ne? 14, 13, 12, 11. 11, 11, 11. Warte, Mama mia, warte. Erstmal, du bist sie? Diria, okay. Was hast du nochmal gerade zu dem Jungen gesagt? Was ist der? Mashallah. Der Junge. Ah, süß. Mashallah, die Geschminkte. Also der da hinten ist. Sollen wir ihn rufen? Komm mal her. Komm mal hier hin. Du süßer, kleiner Bursche. Ja, komm mal neben mir. Playboy, Alter. In deinem Alter, ne? Boah, da war ich auf der Wand, Alter. Wie alt bist du? 14. 14? Ja. Playboy, Mashallah, Alter. Okay, den findest du süß? Mhm. Ist der genau dein Typ? Typ, der ist noch klein und so. Wie alt bist du denn? Ich bin fast 17. Also wird das nicht klar gehen mit 14? Nein, also ein Junge sollte schon etwas älter sein. Wie alt bist du nochmal? 14. 18. Hä? Ich bin 18. Wie alt bist du? 17, ne? Wenn du vor... Digga, wie oft will er sie noch fragen? Vor 6 Jahren geboren wärst, wie alt wärst du dann heute? 11. Wie hast du gerechnet? Minus 6. Stark. Hey, du bist sie? Rania. Wie alt bist du? 17. Wenn du vor 6 Jahren geboren wärst, Rania, wie alt wärst du dann heute? Digga, ich liebe solche Videos im Twitch-Chat mit dem Twitch-Chat zu schauen, Leute, weil... Ich höre dieses Geräusch, schaue in den Chat und sehe einfach nur dieses PPG-Emote. Digga, und ich hab einfach gute Laune. Yippie! Ich darf nie alt werden, Jungs, ich liebe Twitch. Yippie! Zu Ende Verarscherfrage? Nein, nur einfach rechnen. Jetzt wirklich? Ja. 11. 11? Ja, richtig. Okay, wie hast du gerechnet? Ich hätte voll Angst vor dir, ich glaube, du verarschst mich. Warum Angst? Einfach Bildrechte entziehen. Strike weg den Hund. 17? Ja. Minus 6. Einen. Ja, viele denken viel, viel weiter nach und machen das nicht kompliziert und sagen ganz andere Sachen. Viele sagen einfach 6, was gar keinen Sinn ergibt. Ach so, aber okay. Egal. Aber warum ist das jetzt falsch? Warte mal, ich bin 8 und minus 6. Muss man dann ein Jahr mehr oder weniger abziehen? Wisst ihr was? Ich mach meine Cam einfach aus, Bruder. Ja, sag nicht, ich bin lost, Digga. Rechnet's mir halt mal vor, Alter. Ach so. Wenn du vor 6 Jahren... Ach so, jetzt. Jetzt kapier ich das erst. Ich schwör's dir. Ich dachte, er fragt... Ach so, ich dachte, er sagt, wenn du 6 Jahre früher geboren worden wärst. Ach so. Ja, ist halt eine Trickfrage, Digga. Ich bin auch drauf reingefallen. Wisst ihr was? Ich sipp mir jetzt hier... einen Schluck Multivitaminsaft rein, ne? Und wir vergessen das Ganze. Erstmal, hi, du bist der? Ibo. Und du? Mohammed. Wie alt bist du? 16. Und du? 15. Wenn du vor 6 Jahren geboren wärst, wie alt wärst du dann heute? 10. 10. Und du? Auch 10. Erstmal, hi, du bist sie? Senin. Und du? Boah, Mashallah. Dilan. Ja, wie alt bist du? 18. Und du? 19. Hui. Wenn du vor 6 Jahren geboren wärst, wie alt wärst du dann heute? 12. Was? Vor 6 Jahren. Da wärst du, 12. Hast du gesagt 12. Und was sagst du? Nein, warte. Wenn ich vor 6 Jahren geboren werde, wäre ich 6. Wie hast du gerechnet? Minus 6. Ich bin mit Jacke und 3 Pullis da drunter. Ist die nicht kalt? Wenn die nicht kalt? Leute, ich hab den ganzen Tag gearbeitet. Es ist am Ölen. Evet. Dann bleib so, tamam. Okay. So, erstmal, hi, du bist sie? Rafa. Und du? 11. Wie alt seid ihr? 15. Und du? 14. Okay. Was für 15, Digga? Sieht die Linke aus wie 15? Ja, genau, Fragezeichen, Digga.
Die sieht doch nicht aus wie 15, Digga, die sieht aus wie eine erwachsene Frau, oder Livestream? Retalk, True Story, aus dem DX-Racer, der durchgesessen ist, weil ich seit 3,5 Jahren mit meinem Fettarsch drinne sitze. Digga, niemals ist die 15, Alter. 20 aufwärts. Vertraut mir, ich hab dafür ein Auge. Was für Pedobert zur Seite mit dir. Wenn ihr beide vor 6 Jahren geboren werdet, wie alt werdet ihr dann heute? 9. Ja. Wie hast du gerechnet? 9. 15 minus 6. Okay, gut, gut. Wenn ein Ei... Das ist halt eine Trickfrage. 5 Minuten zum Kochen braucht. Ja. Wie viele Minuten brauchen 5 Eier? Auch 5 Minuten. Mashallah. Sicher? Ja, wenn das in einer gleichen Taste ist. Was sagst du? Mehr. Gleiche Taste? Ja. Normal, ist behindert, ist behindert. Das ist ein junges Behindert. Wie viel? Was für ein... eine Eier. Eine Eier. 5 Minuten? Ja. 5 Eier? 1 mal 5, 5. Alle, ja. Wie viele Minuten? Gute Zahnlücke, Mashallah. 10, machen wir 10. Okay, 10. Was für 10, Mann? Du brauchst 5 Minuten zum Kochen. Mhm. Wie viele Minuten brauchen noch 5 Eier? 5 Minuten. Wei, 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 wei. Mit dieser auf locker Augenzwinker, tamam. Alter, Scheiße, warte mal, 5 mal. 6. Kapital Bra ist überfordert, Jungs, mit der Rechnung. Er hat einfach so diese Kapital Bra-Mütze auf, Bruder. Ich denke einfach, das ist Kapi ein Junge, Alter. Wie kommst du auf 30? Ja, keine Ahnung. Digga, sag doch irgendwas, Alter! Digga! Bruder, muss los! Nein, 300 meine ich. Boah, Bruder, 300. Jetzt reicht's aber! Okay. Wenn ein Ei 5 Minuten zum Kochen braucht, wie viele Minuten brauchen noch 5 Eier? Ja, ganz normal, alle so gleiche. 30. 30, ne? Ja, 300, okay. Meine Bruder, sorry, 300 dann. Ich wollte schon sagen, Alter. Immer noch 5 Minuten. Warum? Hauptsache, die Airpods sind locker übers Ohr geschmissen, Jungs. Das ist das Wichtigste. Du kannst ja mehrere Eier in einem Topf reintun. Mashallah, mashallah, das wird eine gute Ehefrau, okay. Jungs. Boah, die ist eine Süße, Digga. Ja? Die ist eine Süße, Digga. Habt ihr einen Job? Ja. Du? Ich hab's in Tesla. Okay, guck mal, es gibt in Deutschland über 4 Millionen Arbeitslose, ne? Wie viele von diesen 4 Millionen haben keinen Job? Ah, warum fragst du mich? Woher soll ich das wissen? Was nochmal? Habt ihr einen Job? Ja. Du? Jobcenter ist da. Okay, guck mal. Jobcenter ist da. Es gibt in Deutschland über 4 Millionen Arbeitslose, ne? Wie viele von diesen 4 Millionen haben keinen Job? Ah, warum fragst du mich? Woher soll ich das wissen? 4 Millionen, was? 4 Millionen, 4 Millionen, Digga. 4 Millionen oder 14 Millionen? Warte, erst mal einer. Ich hab Probleme mit dem. In Deutschland gibt es über 4 Millionen Arbeitslose. Yeah. Wie viele davon haben keinen Job? Keiner von denen hat einen Job. Also, jeder hat keinen Job. Alle, willst du mich arschen? Alle, 4 Millionen Arbeitslose. Genau, was du gesagt hast, Bruder, alle. Tamam. Auf jeden Fall, in Deutschland gibt es ja über 4 Millionen Arbeitslose. Was denkst du von diesen 4 Millionen, wie viele davon haben keinen Job? Ungefähr, kann man nicht wissen, nur raten, das ist wirklich tricky. Keine Ahnung. 2, 3 Millionen. 2, 3 Millionen. Nicht so dumm. Bruder, keine Ahnung, Alter. Von den 4 Millionen, wie viele haben keinen Job? Bruder, locker. Ja, man kann 1 Million oder so. 1 Million ungefähr. Ja, was sagst du? Ich weiß nicht. 2 Millionen. 2 Millionen, okay. Ach, dass der nicht richtig liegt, das hätte man sich halt auch einfach denken können. Ungefähr um den Dreh. Momentan 4 Millionen Arbeitslose. Ah, okay. Okay, jetzt ist kalt geworden. Ja, moin. In Deutschland gibt es über 4 Millionen Arbeitslose. Wie viele davon sind... Der ist jetzt durchgezogen, hat sich eine Jacke geholt. Momentan ohne Job, was denkst du ungefähr? Von 4 Millionen Arbeitslosen sind 4 Millionen arbeitslos. Oh mein Gott! Wow! Mashallah auch ne. Okay. Die ist auch arbeitslos. Digga, sie hat doch vorhin gesagt, dass sie von der Arbeit kam. Mach kein Auge jetzt. Okay, kennt ihr das Weiße Haus? Ja. Nein, die da hinten. Nein, das Weiße Haus. Ja. Wo ist das? Das Weiße Haus, er zeigt da nach hinten. Ja, da hinten, Bruder, muss groß. Was für FBI-Jungs, die war 18. Ist das nicht in der, diese Dings da, wo diese Moschee ist oder so? Was? Nein, das Weiße Haus in Amerika von Donald Trump. Wo ah, ja, doch. Welche Farbe hat dieses Haus? Weiß, oder? Nicht ganz. Es gibt auch ein bisschen Grün. Alter, wirklich? Das ist doch so. Wo ist grün? Ja, auf dem Boden ein bisschen so. Da oben, da steht alles grün. Weiß gesagt, Junge. Kennst du das Weiße Haus? Nein. Das ist in Amerika, wo Donald Trump wohnt, der Präsident. Ach so. Weißt du, welche Farbe dieses Haus hat? Nein.
Was denkst du? Schwarz. Schwarz? Nein. Es tut weh, Digga. Präsidentenhaus? Ja, ja. Welche Farbe könnte das haben? Schwarz? Digga, läsch dich! Digga, läsch dich! Was? Kommst du drauf? Weil, keine Ahnung, weil diese Häuser meistens schwarz sind, denke ich mal. Ja, das ist schon nah dran. Oder dunkelblau. Fast. Fast, fast. Was? Anthrazit. Achso, ist doch das gleiche. Alles klar, Mann! Ja, ist das gleiche. Dunkelblau, Anthrazit ist kein Unterschied. So. Das hätte ich gefeiert, wenn er beide Farben mal nebeneinander gemacht hätte, so. Sicher? Ja. Es heißt nur das Weiße Haus, aber hat eine Farbe von? Beige, keine Ahnung, weiß, oder? Das Weiße Haus. Okay, du sagst weiß, bleiben wir so. Könnt ihr gut rechnen? Ich, ja. Du? Ja, ja. Okay, was sind 6 plus 6 mal 6? 6 plus 6 mal 6, 6. 6 plus 6, 12 mal 6. Frag den mal. Mal 6. 66. 6 plus 6, 12. Ja, mal 6? 12 mal 6. Keine Ahnung, ich bin kein Taschenrechner, ich weiß nicht, oder wir lächeln. Versuch zu rechnen. Nein, 6 mal 2, Warum 42? Oder zählt da Punkt vor Strichrechnung? 72, ihr habt recht, Punkt vor Strich, ne? Ah, Bruder. Das ist halt auch einfach gemein. 6 mal 2, 14? Ja. 6 mal 2, 12? Ja. 2, 1, boah. Nein, 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 ich weiß nicht, Waller wirklich. Ich weiß nicht, Waller wirklich. 6 plus 6 mal 12. 6 plus 6 mal 6. Ja, ja. Ja, ganz ehrlich, denkt da irgendjemand, Retalk-Leistung, denkt jemand von euch, wenn er da auf der Straße vollgequatscht wird von irgendeinem, denkt da jemand bei einer Kopfrechnung bei Punkt vor Strich? Da denkt doch keine Sau dran. Seid ehrlich. Da denkt doch nicht. Was für ja! Als ob ihr da dran denken würdet, ihr Hunde. Ihr werdet auch so. Ihr werdet so in die Trap gelaufen, Digga. So in die Trap, Digga. Ich hätte richtig dieses Zuschnappen der Trap hätte ich gehört, Digga. Dann hättet ihr geschrien, wenn ihr in der Bärenfalle hängt. Ah! Ich kenne euch doch. 6 bis 6 mal 6. Ihr hättet es auch reingejoked. 6 bis 6 mal 6. 24. 24. Ja. Hast du gerechnet, ne? Nein. Schau keine Hände. Was sind 6 plus 6? Windows ist einfach die Macht, Jungs. Ich vertraue ab sofort nur noch Windows. 6 mal 6. 6 mal 6. Mach schon kurz. Sind. Falsch, schon wieder falsch. Direkt falsch, direkt falsch. Einfach so, ich schwöre, ich kann das. Ich weiß, Punkt vor Strich rechnen. Ruhig. 6 plus 6 mal 6. Was für 42? Seid ihr doof? 68. Boah! Du Maschine, Alter! Du Maschine, Land! Was hat er gesagt? 68. Boah! Du Maschine, Alter! Du Maschine, Land! Was du Mateikus? Ja, boah! Boah, du Maschine! Und du, was sagst du? Eins hast du gehört. Bruder, gleich, alle. Wie viel? Bruder, ich hab nicht gehört, alle. Was denkst du? 6 plus 6 mal 6, rechne mal. Allah, locker 12, gell? 12. Du hast gehört, ne? Das ist doch Troll, ne? Digga. Ich hab was an. Digga, was für 42? Was labert ihr, Digga? Ich seh alles. Nur noch voll mit 42, Digga. Und auf einmal schreiben zwei Leute 420, Bruder, muss los. Du hast gehört. Der hat gehört. Mit Klammern. Das hat er aber nicht dazu gesagt, Digga. 6 plus 6, 12. Ja. 12 mal 6. Sind? 72. Jetzt mal 6. 6 plus 6 mal 6. 42.
Diese von SpongeBob, wo die Tote fällt. Ja? 42? Nein. Nein, nein. Was sagst du? 6 plus 6. Ja, 12. Weiter. Mal 6. Hey, nein. Doch. Wie viel? Rechne doch einfach. 6 plus 6 mal 6. Ja, 6 plus 6 ist 12. Ja, mal 6. Mal 6 ist... Wie viel? Bist du dumm? Denk mal nach. 6 mal 2. Was, was? Punkt vor Strich, Mädchen. Ja. Ist doch plus vor mal. Ja, ja. 62. Oh, ciao, Digga. Als ich... Nimm dein Handy. Oh, Digga, Google. Google-Ding aufgemacht, Bruder. Was los? Also 6 Jahre alt, war? War mein kleiner Bruder halb so alt wie ich. Heute bin ich 70. Wie alt ist mein kleiner Bruder? Heute bist du 70. Kleiner Bruder. Er ist klein. Kleiner Bruder, hast du gesagt. Yeah. Daniel ist 70, du bist 25. Du bist so dumm. 25. Als ich 6 war, ja, war mein kleiner Bruder halb so alt wie ich. Ja. Heute bin ich 70. Wie alt ist mein kleiner Bruder? Hä? Der ist auch 70, ist oder? Auch 70, ja. Ich sag 25. 25? Ja, glaub ich. Warte, was hast du gesagt? Der war genauso alt wie du. Nein, als ich 6 war. Ja. Der war mein kleiner Bruder halb so alt wie ich. Halb, dein kleiner Bruder. Dann ist der... Wenn ich jetzt 70 bin, wie alt ist der dann? 35. 35. Hälfte. Einer der... Ein Onkele. Ein Onkele. Guck mal, als ich 6 Jahre alt war, war mein kleiner Bruder halb so alt wie ich. Wenn ich heute 70 bin, wie alt ist mein kleiner Bruder? 67. Aber ich bin ehrlich zu euch, das hab ich jetzt kapiert erst. Bruder, er hat mich auch so hops genommen. Das ist einfach, man rechnet dann mit der Hälfte, das sind halt einfach Trickfragen, Digga. Aber im Endeffekt ist er ja nur 3 Jahre jünger und ja, meine kleine Schwester bleibt immer 3 oder 4 Jahre jünger, egal wie alt wir werden. Ja, 57? Der riecht noch an der Pussy nach deiner Schwester, Alter. Ja, von deiner 57. Schwester. Wie kommst du drauf? Weil minus 3 einfach. Ganz einfach. Ja. 70 minus 3, 57. Als ich 6 war. Was war das für eine geile Explosion, Digga? Minus 3 einfach. Ganz einfach. Ja. 70 minus 3, 57. Der, was ist da kaputt gegangen? Als ich 6 war, die Hälfte. 3. Okay, heute bin ich 70. Wie alt ist mein kleiner Bruder? 35. 35. Ja. 35. Du bist eine Maschine. Du bist eine Maschine, Alter. Den mag ich, Alter. Richtiger Copy, ja? 35. Maschine. Was würdest du sagen? 30. Wie kommst du drauf? Halb so alt. Das ist echt gut, Digga. Bist du? 70. Wie alt ist noch mal kleiner Bruder? 35. Der Seitenblick zur Freude. Wenn sie den sexy Kölner anflirtet, Digga, und dann kommt der Seitenblick zur Freundin, um zu fragen, hattest du schon mal was mit denen so? Ja. Was sagst du? Warum 35? Das ist doch die Hälfte. Okay. Okay. Jo, Freunde, das war's mit dem Video. Heute mal wieder neuer Teil vom Idiotentest. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt mich über einen Daumen hoch, Freunde. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ich eure City kommen soll. Die sind mit Absicht so. Die sind halt wie so, ne? Was auch immer drehen soll, bombardiert die Kommentare, Leute. Und ja, das war's mit dem Video. Und Leute, nochmal an euch, bei meinen Idiotentests, bitte beleidigt die Leute nicht immer so sehr in den Kommentaren, also gar nicht. Lacht mit ihnen, aber nicht über sie, denn ich sag euch mal so, die Leute sind nicht immer dumm. Wenn man vor der Kamera steht, dann kann man auch immer leicht nervös sein und weiß einfach nicht, wie man antworten soll. Das Gehirn denkt einfach nicht so schnell mit. Daher, Leute, lasst uns... Nicht die beleidigen. Spaß natürlich, Livestream würde ich nie machen. Jetzt nochmal True Story. Warum 42? 6 plus 6 mal 6.
6 mal 6 zuerst. Wow.